Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Wir haben ja jetzt schon Vor-Unboxing gemacht, habe ich euch ja schon die 3D-Brillen gezeigt. Jetzt möchte ich euch mit euch das mal komplett auspacken und euch zeigen, was jetzt hier drin ist. Weil hier ist ein bisschen mehr drin und ja. Also immer finde ich, bevor ich auspacke, muss ich euch zeigen, ich finde die Verpackung sehr stylisch. Ja, also wie so eine Banane. Und auch richtig hart, also ist jetzt nicht, ja, dass man das jetzt hier leicht kaputt kriegt. Ich drücke hier richtig doll auf. Guckt meinen Finger an. Ich kriege es leicht eingedrückt. Also da finde ich schon, das finde ich schon mal sehr, sehr geil. Gelb kann man sich drüber streiten, aber denk mal, das gibt es auch in anderen Farben. Ein Blau wäre geil. Ein Blau würde ich gerne nehmen. Ich weiß nicht, ob man das denn beim Bestellen dann aussuchen kann. Da haben wir dann einmal hier eine Anleitung mit bei, die mal ich mal rauspacken. Dann haben wir hier, sind das Nasennippel? Ich weiß es nicht. Nasennippel, irgendwelche Nippel. Das werden wir uns auch noch angucken. So, ich mache das mal so hier hoch. Oh, wir haben ein Brillenputztuch mit bei. In grün. In einem richtig giftigen Grün. Dann haben wir einen USB-Kabel mit bei. Weil die Batterie die Brille verfügt über einen eingebauten Akku. Das ist die Brille an sich. So. Oh, und dann haben wir zusätzlich hier nochmal eine Tasche, wo wir die Brille reinmachen können. Finde ich geil. Also, Entschuldigung Leute, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Trocken im Hals. Also Lieferumfang ist die schon mal sehr umfangreich, würde ich sagen. Mit einer Tasche, einem Putztuch. Ich denke mal, das werden die für die Nase sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber das werden wir ja noch sehen. Einem Ladekabel. Und der Ladekabel ist auch richtig lang, wie ihr seht. Also wir müssen halt nicht direkt an der Dose laden. Oder am USB-Laden, also am Laptop oder was weiß ich, am Fernseher direkt. Und man kann den Kabel etwas verstecken. So, ach, jetzt steht denn drauf, mit welchen Geräten das kompatibel ist. Schritt 1. Ach, und komplette Anleitung ist auch 3D-TV. Okay, also das werde ich auch nach Anleitung dann machen. Entschuldigung, Verpackungsinhalt, eine Universal 3D-Brille einmal, USB-Kabel einmal, Aufbewahrungstasche einmal, Mikrofasertuch einmal, Bedienungsanleitung einmal, austauschbares Nasenstück, hab ich's doch gewusst, dreimal austauschbares Nasenstück, das heißt, wir haben eins, denke ich mal, angebaut und drei zum Austauschen, oder? Ach nee, das sind nur für dicke und für dünne Nasen, da kann man denn auf seinen Nasentypen ja, zupassen. Das finde ich geil. So, und es ist kompatibel mit, wo steht es, bitte beachten Sie folgende Liste an 3D-Marken, 3D-TV-Marken, die für HI Shock 16 in 1 Universal 3D-Brille Samsung D-Serie nicht einbegriffen. Also für Samsung ist es, aber die D-Serie von Samsung ist hier nicht einbegriffen. Sony, Sharp, LG, nur IR 3D-TV Modelle. Also IR steht hier für Infrarot. Toshiba, Philips, Hisense, hier Konica. Oh, hier stehen ja Sachen drin, die kenne ich gar nicht. TLC und so. Aber Grundig steht auch auf jeden Fall mit drin. Also selbst da sind sie ausführlich. Sie wiegt 39 Gramm und hat 120 Hertz. Also wirklich für alles was mit bei. Ja, dann würde ich sagen, dann reicht das jetzt erstmal so fürs Unboxing. Und ich würde sagen,
Wir werden uns gleich mal die Hardware, obwohl wir können eh ein Video machen. Ich lasse das einfach mal so drinne und dann mache ich hier kein Speeded Video, weil ich habe jetzt hier schon so viel vorgelesen von der Brille. Deswegen werden wir jetzt mal kurz nach oben schwenken. So, da seht ihr mich jetzt wieder besser. Ich werde diese Brille jetzt mit euch mal aufsetzen. Entschuldigung. Latte Macchiato. Mhm. Ah, hier unten ist der USB. Okay. Also sie sieht so schon mal sehr stylisch aus, muss ich sagen. Ja, also für mich reicht das Normale jetzt eigentlich so ja schon aus. Ich kann gut durchgucken. Wir können jetzt aber mal das abmachen und uns das hier versuchen etwas bequemer zu machen. Das wird auch einfach ganz normal abgezogen, so wie ich das jetzt eben gemacht habe. Ich werde jetzt mal nicht das dicke, nicht das ganz dünne, ich werde mal das Mittelstück nehmen. Das ist dieses hier. Das hat halt oben so ein bisschen was dicker, links und rechts was. Und das brauche ich ja jetzt einfach hier nur rauf machen. So. Und einmal so ein bisschen randrücken und dann ist es dran. Seht ihr das? Ja, so ist es ja noch ein Stück besser. Also ich bin jetzt vom Tragekomfort jetzt erstmal, es sieht ein bisschen alienmäßig aus. Ihr seht, dass die Brille ziemlich groß ist, klar. Aber ich bin vom Tragekomfort jetzt sehr begeistert gerade. Sie trägt sich sehr gut. Sie ist leichter, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, durch den Akku, eingebauten Akku ist sie etwas schwerer, ist aber gar nicht der Fall. Ich finde gerade gut, dass sie so groß ist. Ihr müsst da mal gucken. Seht ihr das? Also praktisch, hier sind meine Augen zu Ende und dann geht es noch ein Stück weiter, hier hoch. Und gerade das finde ich gut, dass ich vernünftig gucken kann und ein großes Blickfeld habe, wo ich meine Augen eindecken kann, ohne irgendwie Einschränkungen. Also das ist, ja, das ist richtig klasse und sehr leicht. Sie hat eine sehr angenehme Tragweise. Sie ist jetzt nicht zu eng an den Seiten, aber auch nicht zu locker. Also weiter kann ich es auch nicht dehnen, also ich will es auch nicht kaputt machen, aber weiter geht es jetzt nicht auseinander. Ich denke mal, dass man sich das vielleicht auch noch irgendwie einstellen kann? Nee, kann man nicht. Also das, ach doch, hier ist eine Schraube drin, das könnte man, aber weiter nach hinten geht das nicht. 16N1 HI Shock steht hier auch da. Hier an der Seite steht es nicht. Hier unten steht noch CU 16, 15, 16, keine Ahnung. Und hier unten haben wir dann den Anschluss für den USB zum Beladen. Und jetzt muss ich echt mal testen. Hier oben geht sie auch an. Jetzt teste ich das mal einfach mal so. Ja, und ich muss sagen, selbst mit meiner Brille davor kann ich die vernünftig benutzen und 3D gucken. Bei der anderen habe ich da, also bei dem Originalmodell, was mit bei ist, die hat ganz dünne Halter, da habe ich echt Probleme, da rutscht die mir dann immer runter oder ich sehe irgendwo einen Kasten in der Ecke oder so. Also die ist genau schön, das ist toll. Auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt. Hier oben habe ich einen Powerknopf, den werde ich mal anmachen. Passiert nichts. Kann ich jetzt so schlecht überprüfen? Da ist der Akku leider leer, Leute. Also kann ich jetzt nicht gucken, ob es flackert oder irgendwas dergleichen. Aber die Brille, die ist schon mal bei mir alleine durch den Tragekomfort und dass ich auch mit meiner normalen Brille gucken kann. Und zusätzlich diese Nasenflügel, also im Ranking sehr weit nach oben gestoßen. Ja, es sind kleine Gimmicks. Der ein oder andere sagt vielleicht von euch, braucht man nicht. Und der andere sagt, doch, genau das habe ich gebraucht. Weil es ist nun mal leider so, wir haben nicht alle die gleiche Nase. Und wenn so bei diesen Standardmodellen
die vorgefertigt sind, dann rutscht es dem einen oder anderen schon mal runter. Und hier haben wir halt mit der Nase, kann man hier schön anpassen. Hier seht ihr das mal von vorne, dass da schön Platz ist. Und da seht ihr das, hier hinten ist das Gummi. Ja? Also das läuft schon ganz gut. Hier vorne ist der Infrarotsensor drin. Seht ihr das? Also das seht ihr ganz schlecht, aber da ist der Infrarotsensor drin. Also ich bin so, vom ersten Eindruck bin ich sehr begeistert von dieser Brille. Ich bin mal gespannt, wie lange dieser Akku hält, der eingebaut ist. Aber so der Tragekomfort finde ich hier schon mal, der ist schon mal erste Sahne. Der ist toll. Ja, dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Ich werde die jetzt erstmal demnächst benutzen, erstmal aufladen und benutzen. Und werde euch dann natürlich auf dem Laufenden halten und nochmal ein separates Video machen nach ein, zwei Filmen, die ich damit gesehen habe. Oh Gott, das ist echt lang. Guckt euch das an. Also da finde ich, also ich weiß es nicht. Guckt euch das an, wie lang der ist für eine 3D-Brille. Top. Also wirklich top. Wenn ich mir da zum Beispiel beim Sony-Headset vom Pioneer PS3 alleine den Kabel angucke, ja, zum Laden, der war so lang. Und hier haben wir so ein Kabel. Den kann man auch wirklich verstecken und dann hinten einen Fernseher rinnen und dann die Brille irgendwo neben hinten liegen und oder hinterhin liegen, ohne dass das irgendwie großartig auffällt. Also das ist toll. Da hat jemand mal mitgedacht. Finde ich klasse. So. Entschuldigung, habe immer noch mit einem Hals. Damit ist das jetzt aber hier auch erstmal beendet. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.